Hallo zusammen, wie man es hier sieht, ich bin wieder mit meinem Rennrad unterwegs und das heißt herzlich willkommen zu einer neuen Folge über mein Rennrad. Heute geht es um die Hebelschaltung und ich würde sagen, los geht es. So, jetzt wird sich wahrscheinlicherweise jeder fragen, warum fährt er eine Hebelschaltung? Und zwar funktioniert die Hebelschaltung so, dass hier eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung jeweils beim Schalten nötig ist. Und das heißt, ich kann mit der Hebelschaltung die Gänge direkt ganz schnell und präzise überbrücken. In dem Fall sind es hier vorne die zwei Antriebsräder und hier hinten dann habe ich 7 Gänge. Das heißt, ich kann mit dem Hebelschalten deutlich von 1 auf 7 oder 1 auf 5, 7 überbrücken und das geht mit den modernen Schaltungen eben nicht. Das Besondere bei der Hebelschaltung ist, dadurch wird es mir möglich, eine ganz schnelle und präzise und gute Beschleunigung zu erreichen und ganz schnell eine hohe Geschwindigkeit. Und das schätze ich bei der Hebelschaltung. Die Hebelschaltungen arbeiten so präzise und schnell, dass ich innerhalb kürzester Zeit ganz viele und schnelle Schaltdurchgänge durchführen kann und es immer wieder funktioniert. Und dadurch kann ich mein Fahrrad dementsprechend sehr schnell und gut beschleunigen. Und das passiert innerhalb aller kürzester Zeit. Ich erreiche durch das schnelle und präzise Schalten, das mit der Schaltung hier möglich ist, sehr hohe Geschwindigkeiten, weil auch das Umsetzen der Bewegung von der Hand auf den Hebel zu der Schaltung extrem schnell und präzise funktioniert, trotz dass hier nur Drahtseile vorhanden sind. Die Drahtseile gehen von den Hebeln aus hier auf die Kettenumwerfer hier vorne und das andere Seil wird hier über den Rahmen geführt und geht dann hierhin zu dem hinteren Kettenumwerfer und wir sehen hier einen Unterschied. Hier ist noch eine Ummantelung vorhanden, während sie bei dem anderen Hebel nicht vorhanden ist. Und was hier auf den Hebeln steht, sagt es komplett Light Action und es stimmt auch, denn die Gänge würden wirklich sehr leicht und präzise von den Hebeln umgesetzt und die Kettenumwerfer arbeiten auch dementsprechend sehr, sehr, sehr gut und präzise und das mag ich so an diesen Hebelumwerfern. Es wird noch einen zweiten Teil geben von den Hebeln, denn ich möchte euch zeigen, wie schnell und präzise tatsächlich die Gänge von dem Hebeln auf die Kettenumwerfer umgesetzt werden. Es ist einfach nur schön und klasse und da würde ich irgendwann gerne nochmal eine zweite Folge machen. So, das war's jetzt mit diesem Video. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Anschauen, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren, fürs Liken. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann bitte abonniert den Kanal, lasst einen Kommentar da und gebt mir einen Like. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.